Herr Brödl, auch von mir natürlich die Frage als erstes nach dem neuen Teamchef. Vor knapp einer Stunde wurde es bekannt, Karl Brückner wird der neue Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft. Ihr Kommentar dazu? Also, ist ein Mann, der sich nichts beweisen muss, hat schon Erfolge zu verbuchen gehabt. Hoffen natürlich, dass er jetzt da uns auch zu dem gewissen Erfolg führt, den wir haben wollen. Es ist bei der WM 2010 in Südafrika dabei zu sein. Und ich glaube, dass der genug Erfahrung mitbringt, um zu wissen, was mit unserem Team zurzeit geschehen muss. Und zwar das, was der Hickersberg angefangen hat, sollte er jetzt fortführen. Zweite Frage ganz kurz, jetzt Vorbereitung Werder Bremen. Sie sind neu beim Verein dabei, haben sich gleich gut vorgestellt, gut eingespielt auch ins Team. Es gab in den letzten Tagen mehrfach Lob, zum einen für die Tore, die Sie erzielt haben, zum anderen auch vom Trainer, der gesagt hat, Sie trainieren überraschend gut und motiviert auch mit. Macht das Mut und Hoffnung und Freude jetzt auch in der neuen Mannschaft? Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass ich mich hier wohlfühle. Wenn der Trainer solche lobenden Worte über mich spricht, natürlich ist es schmeichelhaft. Aber ich versuche mich weiter zu konzentrieren auf meine Aufgaben im Training, in der Innenverteidigung. Versuche mich natürlich weiterzuentwickeln, auf Spielminuten dieses Jahr zu kommen. Und den Grundstein möchte ich jetzt in der Vorbereitung legen. Größter Unterschied zwischen dem österreichischen und deutschen Fußball, was man jetzt schon sagen kann, bei der Art und Weise, wie trainiert wird und wie das ganze Vereinsumfeld auch läuft? Ja, ist auf alle Fälle alles schneller. Im Spielaufbau, im Spiel an sich ist alles viel schneller. Es wird mehr auf Fitness Wert gelegt. Das natürlich kommt mir auch entgegen, dass da ich das noch brauche, dass ich von der österreichischen Liga nicht so mitbekommen habe. Aber ich glaube, ich bin am guten Weg, habe eine gute Trainingseinstellung, möchte mich weiterentwickeln, bin lernfähig und das versuche ich natürlich hier bei Bremen weiterzuführen. Bamert Özcan ist verletzt. Sie werden oder wurden in der Presse auch in den letzten Tagen schon als potenzieller Ersatz, Nachfolger, wie auch immer gehandelt. Sie haben mit Ihren Leistungen auch bewiesen, dass Sie diese Position durchaus übernehmen können. Klaus Allofs hat es gestern auch nochmal erwähnt, dass Sie durchaus in der Lage sind, Per Mertesacker in der Innenverteidigung zu ersetzen. Denken Sie, dass Sie zu Saisonbeginn einen Platz in der Stammelf haben werden? Schwierig. Also die Vorbereitung ist jetzt noch 2 bis 3 Wochen lang. Dann haben wir noch ein Cup-Spiel. Es ist schwierig zu sagen. Ich bin grundsätzlich geholt worden, um mich noch weiterzuentwickeln und auf Einsatzminuten zu kommen. Ob es jetzt schon am Anfang klappt oder nicht, das werden wir sehen. Ich werde auf alle Fälle mein Bestes geben. Und an meiner Einstellung hat sich diesbezüglich auch nichts geändert, dass ich hierher gekommen bin, mich weiterzuentwickeln und dieses Jahr Spielminuten zu sammeln. Letzte Frage noch ganz kurz. Wie haben Sie sich schon in der Mannschaft eingelebt? Wie geht es mit den Mitspielern? Es sind ja doch auch einige große Namen dabei, also aus dem internationalen Fußball bekannt. Wie ist das vonstatten gegangen? Ja, also ich bin in Bremen sehr gut angekommen, bin auch von der Mannschaft sehr gut aufgenommen worden, hatte mit dem Martin Hanek, mit meinem Freund, sehr guten Mann für mich gehabt, der quasi mir gezeigt hat von Anfang an, wo der Hase läuft im Verein, habe mich sehr gut eingelebt, fühle mich wohl in der Mannschaft und ich glaube, das versuche ich jetzt zu beweisen in den Testspielen und ja, fühle mich sehr wohl und möchte das natürlich so beibehalten.